Och, nee, auch noch. Hier ist irgendwer und plündert meine Sachen. Wo bist du? Ein Hund. Okay. Okay. Wir versuchen mal auszuweichen. Kommen wir jetzt eins näher und versuchen mal zu parieren. Okay. Dann hauen wir den mal vom Kopf. Oder auch nicht. Doch, wir haben getroffen. Sehr gut. Das war Schaden. Hat nur keinen Effekt davon gehabt. Parieren wir mal nochmal. Und hauen ihm nochmal vom Kopf. Sehr gut. Wir haben erstmal schön den linken Arm gecrushed. Aber der ist ja gestunt. Gestunt ist sehr gut. Das heißt, er kann erstmal diese Runde nichts tun. Jetzt ist er nicht mehr gestunt. Jetzt parieren wir wieder. Okay, er will weiter kämpfen. Sehr, ja, er hat uns auch getroffen. Oh, wieder schon wieder den Brustkorb. Alter, wir sehen, das ist so heftig. Wir sehen echt nicht mehr gut aus langsam. Aber der Hund hat Probleme mit den Schmerzen. Das ist gut. Okay, sehr gut. Okay, er ist stunned und bewusstlos. Das müssen wir ausnutzen. Okay. Es gibt's nämlich auch. Die Sachen können geplündert werden, die ihr hier habt. Also. Ich habe noch eine Glasscherbe. Okay. Nee, da wollte ich hin. Genau, das Klümpchen. Boah, die Munition möchte ich irgendwie hier lassen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die ist so wertvoll. Wenn ich eine Pistole finde, habe ich halt Pistolenmunition. Was haben wir? Wovon haben wir viel? Warte mal. Wir haben Painkillers. Wir haben aber keine Pain. Wir haben nur ein Antibiotika. Oh, das wäre schrecklich, wenn jetzt irgendwie sowas passiert. Okay, okay, okay. Wir haben gerade eh keinen Zug mehr. Okay, können wir noch irgendwas damit machen? Wir könnten noch ein paar Dirty Rags machen. Das wäre natürlich sehr geil. Davon können wir auf jeden Fall welche gebrauchen. Und Strings. Das machen wir mal. Ich die voll dazu packe. Und das da. Ich möchte nämlich eigentlich versuchen, wenn ich jetzt die dazu packe. Close brauche ich nicht. Medium Search. Genau, davon machen wir einen. Und wenn ich jetzt nämlich die nehme, kann ich jetzt nämlich aus dem... Genau, kann ich mit dem Scope machen. Das ist zwar nicht sonderlich heile, aber besser als nichts. Und das kann ich mir nämlich umhängen, sehe ich weiter. Und mit den Racks, so dreckig wie sie auch sind, ach du Schande. Kann ich wenigstens vielleicht die Sachen verbinden, die hier... Oh, das darf nicht sein. Nee, nee, das sowas darf nicht sein. Ich muss ich sauber machen. Ich habe aber nichts zum sauber machen. Nichts. Ah, du bist ordentlich. Ach, warte mal. Ach, cool. Warte, dann kann ich dich. Warte, nee, du kannst hier bleiben. Du bist auch noch sauber. Okay, die sauberen Sachen können dranbleiben. Nee, über den Bauch. Bauch ist wichtiger. Okay. Puh, dann schlafen wir doch erstmal eine Weile. Und ich bin hungrig und am Verdursten. Okay, das ist verheilt. Das ist verheilt. Du noch nicht. Das Problem ist, ich muss Bandagen mitnehmen, auch wenn sie dreckig sind. Okay. Müssen wieder nach da unten. Da unten ist es eine fantastische Gegend zum Erkunden, zum Plündern da unten. Da ist so viel. Ich muss, auch wenn es scheiße ist, und ich muss auf jeden Fall mal noch Wasser holen. Hier ist ein See, da gehe ich gleich mal rein und hole mir ein bisschen Wasser. Oh, ein Hund, geh bloß weg. Bleib mir bloß vom Leib, du verdammter Hund. Okay, sehr gut. Wir haben Flaschen gefunden. Gelbe Beeren sind blöd.
Oh, ein Bandana-Shirt, was fast heile ist. Wie sieht mein Shirt aus? Tauschen wir das doch mal aus. So, die Hose. Wie wird es meine Hose? 17%? 0,9%! Genau, okay, wir müssen lieber trinken. Wir haben nämlich echt Durst gerade. Haben wir noch was zu trinken? Nee, ne, gar nichts. Das hält noch eine Weile. Der Leiter ist bald kaputt. Oh, das ist schlecht. Ich darf den Leiter nicht kaputt machen. Nee. Das würde ich mitnehmen. Okay, wir gehen erstmal hier hin. Auch wenn da der Hund um der Ecke ist. Oh, nein, das war... Hau ab. Gib bloß weg. Och, noch ein anderer Spieler. Nicht Spieler, anderen Survivor. Bist du weg? Du bist weg, sehr gut. Ist mir was da gelassen zum Plündern? Einmal muss ich noch machen. Ich muss was Vernünftiges. Ach, schlecht. Ich habe nichts gefunden. Gehst du weg? Lass mich in... Natürlich! Ein Stranger und ein Hund. Lasst mich alle bloß in Ruhe. Ich könnte jetzt auch Surrender und alles liegen lassen, aber ich hau aus. Ich versuche so wegzukommen. Lasst mich bloß alle in Ruhe. Okay, hier unten plündern. Haben wir hier Cracker, Essen. Das ist was zu essen. Das nehmen wir natürlich mit. Flaschen sind. Das brauche ich. Oh, das muss ich mitnehmen. Wie kriege ich das mit? Die lassen wir weg. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das lassen wir hier. Die Crowbar ist natürlich deutlich. Ist halt schon. Ich kann die mir umhängen, sehr gut. Kann ich die nämlich auch noch mitnehmen. Dann habe ich noch eine zweite für den Fall, dass meine mal kaputt geht oder sowas. Und ich habe keine Züge mehr. Und jetzt können wir die, die eh schon kaputter ist, nehmen. Nein, das bleibt so. Ein Fleischerbeil. Okay, weißt du was? Wir tauschen mal aus. Wir nehmen mal lieber das Fleisch. Wir haben einen Crowbar. Das ist ganz geil, wenn ich da mal irgendwie mich durchcrowbaren muss. Aber ich möchte lieber das Fleischerbeil als Waffe haben. Das ist, glaube ich, geiler. Und solange das hier noch liegt, können wir das ja mal nehmen. Ich nehme auch noch den... Ach, den Leiter. Nein, die kann ich nicht. Was haben wir hier? Noch ein Leiter. Der ist zwar halb kaputt, aber besser als nichts. Kann ich das anziehen? Nein. 33%. Okay. Der Hund, ich habe echt Hunger. Aber ich habe einen Leiter. Ich habe einen Leiter. Ich habe mehrere Leiter. Ich könnte jetzt... Ich müsste mir Fleisch besorgen. Fleisch und Wasser. Wir gehen erstmal hier hin. Keine Züge mehr. Vielleicht habe ich Glück und... Man kann übrigens auch Menschenfleisch essen. Das geht auch. Das geht auch. Wir holen uns erstmal Wasser. Eine ganze Menge. Nehmen uns das mit. Soweit es geht. Warte mal, hier sind 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay, alles voll. Dann holen wir uns die noch im Kopf, damit wir ein bisschen die Züge wieder haben. Risiko. Ich könnte mit dem Leiter ein Feuer machen. Wie sieht mein Inventar eigentlich aus? Ich achte mal nicht darauf. Okay. Ich brauche mal einen richtigen Rucksack oder irgendwie sowas. Noch einen Schuh, das muss ich. Da, ich muss noch. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Was haben wir hier liegen? Was haben wir hier noch liegen? Ach, genau, das wollte ich ja auch nochmal mitnehmen. Das Beil hat welche Größe? 5, na klasse. Na gut. Dann nicht. Das Problem ist, ich kann noch nicht kochen. Selbst wenn ich jetzt Fleisch hätte und ein Lagerfeuer, könnte ich noch gar nicht kochen. Ich habe nämlich kein Kochgeschirr oder irgendetwas zum Kochen. Okay, und jetzt das... Und das.
und das und das und das und das. Kriege ich? Nein, das reicht noch nicht. Ich das dazu gebe? Reicht auch nicht. Wieso reicht das nicht? Wieso reicht das nur für einen Handschuh? Wieso reicht das nur für einen Handschuh? Wenn ich das dazu gebe? Okay. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir zum einen... warte, wir tauschen die... Nee, wir tauschen... Wir lassen die hier. Ach, was mache ich denn? Wir nehmen zwei volle und zwei leere mit. Nee, wir nehmen... Okay, die nehmen wir mit. Das bleibt hier. Das kommt hier hin. Wir nehmen die Sling mit. Als zweite Waffe haben wir jetzt halt eine Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe. Wir nehmen Munition für die Sling mit. Wir nehmen natürlich die Pillen wieder mit. Und den Handschuh. Das bringt natürlich nicht wirklich viel. Aber besser als nichts, ne? Besser als nichts. Wie sieht es gesundheitstechnisch aus? Das ist versorgt. Und es geht schon wieder erschreckend gut, muss ich sagen. Okay. Ich will noch welche von denen machen. Okay. Kann ich? Ich kann nichts mit denen machen gerade, oder? Doch. Ich kann mir einen Sack bauen, aber der ist natürlich super schnell kaputt, glaube ich. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich mir davon einen baue. Wäre natürlich geil, weil dann passt da mehr rein. Was in diesen kleinen Beutel hier, der auch bald kaputt geht. Ach, die kann ich nur in die Hand nehmen. Das ist ja blöd. Was soll ich denn damit? Soll ich denn damit? Die Hand ist doch scheiße. Das kann ich machen, wenn ich eine vernünftige Waffe habe oder so nicht. Okay, dann. Es wird schon wieder dunkel, ne? Es wird schon wieder dunkel. Gehen wir in die andere Richtung und gucken nochmal, was hier so ist. Wir sind ja bisher immer nur in die eine Richtung gerannt. Vielleicht haben wir Glück und finden hier noch irgend... Ah, toll. Ich bin müde, ich bin hungrig. Der Horror auf vier Pfoten. Ach nein, meine Falle ist kaputt gegangen. Ist ja klasse. Kann ich mir die neu bauen? Warte, ich muss mir die neu bauen. Ah, wir warten mal noch eine Runde. Wobei, ich habe... Nein, damit hätte ich was, womit ich kochen könnte. Ich brauche Feuerholz. Brauche Feuerholz. So, ach Mist, ich bin so dumm, warte, doch. Wir nehmen den mit. Kann ich den nicht irgendwie auch kaputt machen? Ja. Fantastische Waffe übrigens. Schon mal, glaube ich, erwähnt. So, warte. Kann ich vielleicht noch. Wenn ich das hier rüberpacke, kann ich vielleicht die kleinen Äste noch mitnehmen. Wenigstens ein paar... Oh, Steine. Steine sind natürlich geil. Geil, geil, geil. Kann man nämlich vielleicht hier ein Feuer machen. Der rennt auf uns zu. Das wäre Fleisch.
Das wäre Fleisch, das nehmen wir mit. Den versuchen wir mitzunehmen. Wir haben ja... Ah, na toll. Oh nein. Er ist bleeding und speit schon Blut. Wir bluten auch schon. Ja, more. Kartoffi! Hallo. Und... Reparieren wir nochmal. Das hat schon schwere Schmerzen. Ja, er liegt am Boden, sehr gut. Und druff mit der Axt. Ich sagte druff mit der Axt. Jetzt bin ich erschöpft, jetzt kann ich noch weniger machen. Ach Gott. Bleib einfach liegen. Okay. Okay, das ist gut. So, erstens. Holz hier hin. Die Steine, die Schleuder. Und dann trinken wir erstmal noch. Wir trinken gerade nichts. Wir machen jetzt ein schönes Feuerchen. Und dann nehmen wir unser Feuerchen. Nein, zuerst müssen wir erstmal den Hund auseinandernehmen, bevor wir unser Feuerchen nehmen. So, jetzt nehmen wir unser Feuerchen. Das, und jetzt können wir nämlich hier mit. Und mit dem Wasser. Nicht? Reicht das? Geht das nicht? Kann ich nicht? Oh nein, kann ich nicht? Oh nein, ich kann das nicht damit... kochen? Schlecht, ich kann das Fleisch nicht kochen. Wieso kann ich denn das Fleisch nicht kochen? Ach. Nee. Hä? Food, roasted meat on a stick. Ach nee, okay. Wir warten eine Runde, dann machen wir das in der nächsten Runde. Okay, jetzt machen wir das. Also, das Feuer. Das Fleisch, das können wir mal... Nee. Und dann die Sticks, die wir haben. Genau. Roasted meat on a stick. Dann können wir das nämlich auch noch essen. So. Craft. Okay. Das Wasser ist alles sterilisiert. So gut wie, sehe ich gerade. Das ist noch nicht sterilisiert. Das ist noch nicht sterilisiert. Das ist sterilisiert. Das noch nicht. Das auch noch nicht. Ach, ich kann immer nur eins sterilisieren. Okay, macht nichts. Jetzt hauen wir uns erstmal noch ein bisschen was in den Kopf. Wir haben das Fleisch. Und wir haben steriles... Was? Warte mal, nee, wir essen noch ein Stück Fleisch. Das füllt ja auch das auf. Sehr gut. Okay, damit haben wir schon mal die Sachen gelöst. Und, bisschen wenigstens sind wir in die Richtung gegangen, dass wir schon mal mehr steril... Das packen wir hier rein. Das ist steril. Steriles Wasser ist immer gut. Ist das steriles Wasser gewesen? Ja. Empty out. Das kommt mit. Du bist nämlich kein steriles Wasser. Du bist steriles Wasser. Du bist steriles Wasser.
weil, nee, ach, verdammt. Okay, wir machen so. Wir haben ja jetzt ist es ja wenigstens so ein bisschen. Jetzt geht's ja so ein bisschen voran. Ganz langsam und ganz grob. Aber wir haben was zu essen, wenigstens ein bisschen. Wir haben was zu trinken erstmal. Ein bisschen an was an Waffen. Noch kein Schlafsack. Scheiß auf die Schleuder. Ich nehme das nächste Mal die Tasche wieder mit. Oder die nehme ich dann das nächste Mal mit. Und ich mache jetzt erstmal Schluss für heute. Und wir gucken dann in der nächsten Folge, ob wir das irgendwie uns ein bisschen vorankommen, voranarbeiten können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.